Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch ein paar Neuheiten ausprobieren, Sachen, die neu bei mir eingezogen sind, eben durch Black Friday Hauls und so. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Starten möchte ich mit etwas, was eigentlich schon super bekannt ist, aber super oft ausverkauft war. Und zwar ist es hier von Elf, der Halo Glow Liquid Filter, so nennt sich das Schätzelein, habe ich in der Farbe 1. Ja, ich bin ja schon sehr blass, ne? Und jetzt gucke ich mal, wie ich das am besten aufkriege. Und ich bin gespannt, ob die Produkte auch wirklich so gut funktionieren, wie ich mir das natürlich erhoffe. Hautpflege habe ich schon derbe drauf. Jetzt gebe ich mir den einfach, ja, recht intensiv auf mein Gesicht. Sammy hat sich da gerade ein Spieli organisiert. Ich weiß nicht, mache ich das ja schon mit den Fingern, oder? Macht man das mit dem Schwamm? Ich weiß es nicht. Der hat definitiv auch eine Deckkraft mit dabei, ne? Also der fühlt sich auch sehr dick an. Das ist jetzt nicht wie so ein klassischer Primer oder so, ne? Hinterlässt kein Glitzer. Deswegen nehme ich mir jetzt auch mal einen Pinsel. Das ist von R.E.M. Beauty, ein Foundation-Pinsel. Sammy, kleiner Eskalationshund da hinten, ne? Damit funktioniert es auf jeden Fall besser. Also der ist schon recht dickflüssig. Ich habe die Produkte auch aus unterschiedlichen Shops gekauft. Das verlinke ich euch alles mal in der Infobox. Und ja, jetzt habe ich den Primer aufgetragen. Kann man vielleicht, nee, ich würde es wirklich auch als Primer bezeichnen, ne? Also ich würde das jetzt nicht irgendwie als Highlighter nehmen oder so. Ist sehr, sehr glowy, sehr, sehr reichhaltig, aber ich mag es gerne leiden. Naja, jetzt inspiziert Sammy hier das weitere Vorgehen. Als nächstes verwende ich jetzt hier von Estee Lauder eine Foundation. Die ist neu und zwar ist das die Futurist Skin Tint Serum. Oder das Futurist Skin Tint Serum. Ich glaube, das ist ein bisschen hell. 0N1 ist hier meine Farbe in der Glasverpackung mit einer Pipette. Und das trage ich mir doch einfach mal so auf. Hehe, könnte jetzt etwas geistermäßig werden. Auch hier nehme ich wieder diesen Pinsel, den ich ehrlich gesagt auch ganz gut finde. Und werde das erstmal im Gesicht verteilen. Okay, die Deckkraft ist relativ leicht, dann geht das definitiv klar, ne? Dass man da nicht allzu sehr... Das ist schon sehr, sehr hell, Claudi. Also das ist wirklich für den allertiefsten Winter für mich. Aber es geht noch. Und ich finde es definitiv besser als die Double Wear Foundation. Natürlich haben wir hier eine viel leichtere Deckkraft. Guck mal, jetzt dunkelt das auch ein bisschen nach. Es passt super zu meinem Hautton. Und ja, also es dunkelt ein bisschen nach, wie gesagt. Es hat Glow mit dabei, was natürlich auch von einem Elf Primer mit dazu kommt, ne? Wir haben eine relativ leichte Deckkraft. Ich würde es nicht mal als Mittel bezeichnen. Es ist wirklich leicht, aber es ist ein ganz, ganz tolles Ergebnis. Glaube ich, wirklich... gut geeignet für, ja, wie bei mir halt, ne, trockene Haut und auch Haut, die etwas mehr Fältchen halt einfach hat. Ich bin 34, da darf ich auch ein paar Fältchen haben. Auch hier trage ich mir die Foundation auf und ich finde, für ein Skin Tint ist es doch relativ reichhaltig, was ich jetzt aber nicht negativ finde. Ganz im Gegenteil. Also ich denke auch, dass Estee Lauder hier extra eine Foundation rausgebracht hat, für die Leute, die halt die Double Wear Foundation nicht so gut verwenden können. Also quasi einfach diejenigen, die keine so matten, super trockenen Foundations nehmen können oder wollen. Ich blende mir das jetzt aber trotzdem mal mit einem angefeuchteten Schwämmchen ein, weil ich finde, dass die noch nicht hundertprozentig gut verteilt oder noch nicht so gut mit der Haut sich so angepasst hat, ne? Also das ist halt eher so eine Hautperfektionierungsgeschichte, was ja so ein Skin Tint auch knack normalerweise macht. Gefällt mir aber. Also ich finde das sehr, sehr schön. So für den Alltag, glaube ich, auch eine ganz, ganz tolle Sache. Und ja, jetzt muss ich mal eben kurz hier die Flaschen zudrehen. Irgendwie verhalte ich mich hier gerade wie, ne? Als würde ich hier, keine Ahnung, Sodom und Gomorra regieren. Dann habe ich Estee Lauder Futurist Soft Touch Brightening Skin Sealer. Das scheint auch tatsächlich das dazu passende Produkt zu sein. Es ist aber ein Skin Sealer, nicht ein Concealer. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Wahrscheinlich, dass du es auch über das ganze Gesicht verwenden könntest. 0.5C ist hier die Farbe, die wahrscheinlich auch zu der Farbe von dem Futurist Skin Tint Serum passt. Aber, relativ hell sein könnte. Wir haben ein abgefahrenes Bürstchen, Füßchen, das ist ja mal witzig. Sieht wirklich eher aus wie ein Huf als wie ein Fuß. Mhm. Und ja, das trage ich mir jetzt erstmal hier auf. Und da habe ich auch aus dieser R.E.M.-Geschichte, ne, mir den Concealer-Pinsel mal gekauft. Nee, doch, das geht. Also ich hatte befürchtet, dass er heller wäre. Aber ich glaube, so funktioniert das wirklich ganz toll. Und dann arbeite ich mir den mal damit ein.
Okay, der ist schon schön, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir richtig gut. Hier habe ich jetzt ja den Concealer aufgetragen, hier noch nicht. Und das sieht man auch. Wir haben hier eine mittlere Deckkraft und es passt super. Ist überhaupt nicht so matt oder trocken oder so. Gefällt mir. Und ich schaue auch mal, ob ich damit gleich ein paar ja, Rötungen oder so abdecken kann. Und man braucht wirklich nicht viel von dem, ne? Also das ist ja Wahnsinn. Drei kleine Pünktchen hier. Suchst du nach Leckerlis, junger Mann? Ja, die sind in der Schublade und die Schublade ist zu und du hattest eben auch schon ein paar. Kleine Raupe nimmersatt. Super interessant, dass die jetzt diese Reihe rausgebracht haben, denn die passt einfach super zu meiner Haut. Setzt sich auch jetzt nicht irgendwie blöd auf die Pickel oder Pickelmale oder Muttermale oder so drauf, sondern deckt sie leicht ab. Ist keine volle Abdeckung, wie man hier ja auch zum Beispiel sehen kann. Ne? Der ist ja, das ist ja ein richtiger Riesenfried hier. Aber ich mag es. Also ich habe jetzt hier nochmal, um das Ganze etwas mehr zu verblenden, den Foundation-Pinsel auch genommen. Ne? So kann man dann halt auch Übergänge verblenden und so. Aber ich sehe auf jeden Fall auf meiner Haut, dass ich hier nochmal mein Schwämmchen nehmen muss, um das besser einzuarbeiten. Ansonsten sieht es etwas fleckig aus. Man muss ein bisschen aufpassen unter dem Auge, weil das ist ein Produkt, was tatsächlich creased. Also das ist, ja, das geht mir schon gerne in die Fältchen hier, ne? Macht jeder Concealer, weil, ne, ich habe Bewegung in meinem Gesicht und so. Aber dieser Concealer macht es halt schon doll. Da muss ich gucken, ob das aufhört, wenn ich das hätte. Aber auch von der Farbe her, es passt, ne? Hätte ich jetzt ehrlich gesagt, als ich gestern tatsächlich den Haul dazu gedreht hatte, nicht gedacht. Gehofft, ja, aber nicht gedacht. Hier habe ich jetzt noch meine Eyeshadow Base aus meinem Project Pen. Das mache ich ja bei Claudis Bunte Welt bei meinem Zweitkanal, weil ich habe mir jetzt keine neue Lidschattenbase gekauft. Aber ich habe ein neues Puder. Und zwar habe ich hier von e.l.f. Sheer Tint Finishing Powder. Wobei, das ist ein Finishing Powder. Das ist dann vielleicht gar nicht unbedingt jetzt zum Abpudern. Fühlt sich sehr, sehr fest gepresst an. Das heißt, ich glaube, unter den Augen mache ich mir erstmal noch ein loses Puder drauf. Dann nehme ich hier auch eins aus meinem Daily Use. Das ist von By Terry Hyaluronic Tinted Hydra Powder, dieses Rosy, ne? Dann nehme ich mir jetzt hier mal so einen großen fluffigen Pinsel für das Finishing Powder. Schau mal, ob das so funktioniert. Es hat jetzt auch nicht irgendwie ein Glow oder so drin, wie man das normalerweise zum Beispiel von den Hourglass Powders oder so kennt. Also ein richtiges Finishing Powder würde ich jetzt nicht sagen, dass es das ist. Aber ist es nicht so super abmattierend? Vielleicht meint es das mit seiner eigenen Beschreibung, man weiß es nicht. Ich finde, dass meine Basis, meine Base jetzt auch wirklich einfach ein bisschen beruhigter aussieht und das Ganze gut vorbereitet ist jetzt für die nächsten Produkte, ne, die jetzt auch mein Gesicht etwas formen. Auch einen Bronzer habe ich mir nicht neu gekauft und nehme jetzt auch den aus meinem Project Pen. So, was ich aber neu habe, ist dieser Blush und da bin ich gespannt drauf, von About Face. Das ist eigentlich ein Cream Blush, aber das ist so ein Cream-to-Powder-Blush. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, das mache ich jetzt auch über dem Puder, über dem Bronzer und so weiter drauf. In der Farbe Late habe ich das, ne? Das ist wunderschön, also fühlt sich toll an, diese Verpackung. Und so schaut er von innen aus. Ich fand das auch vom Bild her online schon richtig interessant. Und ja, ich bin da schon einmal reingeditscht, um die Konsistenz mir mal anzugucken mit dem Finger. Genau. Und es ist halt wirklich so eine creamy Geschichte und das ist auch so gelig jetzt auf dem Finger. Aber wenn man das so verreibt, dann wird das so halt matt, ne? Ganz, ganz interessant. Tja, was nimmt man da jetzt für einen Pinsel für? Ich habe hier aus einer Catrice Limited Edition hier Jungle Book diesen, mit dem trage ich manchmal auch Foundation auf. Kann ich ja mal, oder nehme ich auch den, den ich hier eben schon für Foundation genommen habe? Ich habe nur ein bisschen Schiss, dass da vielleicht ein bisschen zu viel Produkt jetzt mit aufgenommen. Egal. Also, wir dippen rein, haben was auf dem Pinsel, dippen noch ein paar Mal mehr rein, um was Ordentliches auf dem Pinsel zu haben. Dann trage ich mir das hier auf meinem Handrücken auf. Okay, ganz interessant. Wenn ich das jetzt so verteile, man sieht es ja kaum, ne? Und dann gebe ich mir das hier hin, wo ich normalerweise auch Blush auftrage. Der ist viel dezenter, als ich gedacht hätte. Muss ich vielleicht vorher nicht abbuffern, sondern direkt aufs Gesicht geben? Gibt einen leichten Blush-Effekt, ne? Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man die Base, die da drunter ist, nicht allzu sehr abträgt, weil das macht das schon. Also das Puder und die Foundation darunter. Und auch der Bronzer, den ich ja schon aufgetragen habe, da muss man ein bisschen aufpassen. Hat natürlich einen Glow mit dabei. Ich habe irgendwie, also beim Swatchen hatte ich irgendwie mehr das Gefühl gehabt, dass das Produkt wirklich Cream to Powder ist. Also ganz, ganz interessant.
Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt mein Lieblingsprodukt wird, weil die Anwendung halt gar nicht so leicht ist und der Effekt halt recht dezent. Ne? Schwierig. Okay, muss ich noch ein paar Mal auch mit anderen Konstellationen und so ausprobieren. Gibt einen leichten Blush. Ich hätte wirklich bei der Farbe gedacht, da geht die Party mehr ab. Dann habe ich hier einen mega schönen Highlighter. Also, Sammy macht da hinten Blödsinn. Von Anastasia Beverly Hills, der Glow Seeker Highlighter in der Farbe Sun Idol. Und der sieht so schön aus. Also, ich liebe es, wenn Verpackung einfach stimmt, ne? Und hier habe ich dann das Produkt. Ich habe es noch nicht geswatcht. Das können wir jetzt mal zusammen machen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass er nicht zu so glitzernd und nicht zu so dunkel ist. Hier sehen wir ihn auf dem Finger. Na, der ist schon recht glitzernd und gülden. Mal schauen, wie der gleich auf dem Gesicht aussieht. Auf dem Finger ist er jetzt wirklich weg, ne? Das ist auch interessant. Mal schauen. So, nehme ich mir mal so einen richtigen klassischen Highlighter-Pinsel. Ein bisschen so reingedippt, ne? Dann trage ich den jetzt ja über dem Cream Blush auf und hoffe, dass sich das auch gut miteinander verbindet. Okay, das ist wirklich eine schöne Base dafür. Da kommt das Strahlen ordentlich raus, aber der ist halt schon eher gülden. Was jetzt ja Richtung Weihnachten auch gar nicht so verkehrt ist, ne? Okay, ich finde den eigentlich schön. Also man sieht, wenn man nah rangeht, definitiv Schimmerpigment, ne? Also man sieht Glitzer. Ist jetzt nicht so wunderschön, wie die Verpackung es verspricht, sagen wir es mal so. Aber ist jetzt auch nicht verkehrt. Ich glaube, das Verkaufsargument ist die Verpackung. Ja. Ja, ich sehe auch gerade von Namen, dass mein Concealer tatsächlich jetzt auch versucht zu creasen, was ich schade finde, weil ich den eigentlich mag. Das ist echt, echt schade. Ach Mensch, ne? Weil ich mag das, wenn die so reichhaltig sind. Aber das ist natürlich dann auch der Glitschi-Faktor. Nun, Highlighter würde ich jetzt aufgrund der Verpackung empfehlen. Aufgrund des Ergebnisses kannst du dir genauso gut einen aus der Drogerie mal anschauen. Ne? So, Augenbrauen. Da habe ich mir von Rare Beauty einen neuen geholt. Und zwar Brow Harmony Precision Pencil in der Farbe Rich Taupe. Und da bin ich gespannt. Ich hatte von Rare Beauty auch ein, ja, so ein Puder. Duo war das, glaube ich, damals. Fand ich nicht so geil, aber jetzt habe ich einen Stift und Stift mag ich. Und ich bin mal gespannt, ob die Farbe jetzt auch hier passt. Ein Spoolie haben wir auf der anderen Seite. Und vorne dran ist es so ein, ja, Viereck, ne? Oh, das ist warm. Das ist nicht taub. Schade. Weil der malt toll. Also damit kann man schön Härchen zeichnen, ne? Aber dafür bin ich ja da, dass wenn ich dann solche Produkte halt mir hole, dass ihr euch auch so ein bisschen an den Farben orientieren könnt. Wir sehen halt wirklich, und das werden wir auch gleich beim Lidschattenlook ja noch etwas näher sehen, dass wir hier eher in die brünette Richtung reingehen. Das ist für mich eher so ein Chestnut-Ton, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber kein Taubton. Schade, schade, weil Taub ist für mich immer so ein bisschen kühl, ne? Falls ihr übrigens Empfehlungen haben solltet für eben so aschiges Blond, natürliches Blond, wie auch immer, für Augenbrauen-Produkte, ganz egal welches Preissegment, gerne in die Kommentare schreiben. Also ich schaue halt immer wieder, ob ich irgendwie das Perfekte für mich finde. Und es ist nicht leicht. Also sowohl im High-End-Bereich als auch in der Drogerie wird es immer schwierig. Das sieht echt nicht aus, ne? Oh. Naja, es ist wie es ist. Hoffentlich machen wir einen knalligen Augenlook, dann lenkt er auf jeden Fall von den Augenbrauen ab. Mal schauen. Also mir gefällt es hinten und vorne nicht. Das wird leider nicht bei mir bleiben können, weil was soll ich mit so einem warmen Augenbrauenstift? Wahrscheinlich hätte ich schon bei der Farbbezeichnung Rich Taupe darauf kommen können, dass das Ganze halt wirklich eher warm ist. Aber wenn ich mir das doch hier von der Farbe her angucke, was ja auch das Produktbild ist jetzt mehr oder weniger, ne? Dann gehe ich doch davon aus, dass das auch. Aber das ist es nicht. Das ist nicht die Farbe, die da abgegeben wird. Naja, diese wunderschönen Augenbrauen fixiere ich jetzt mal mit einem Produkt, was ich hier habe, von Too Faced Fluff and Hold. Habe ich aktuell in Anwendung, mag ich sehr gerne. Und dann widmen wir uns mal der Lidschattenpalette. Die konnte ich jetzt im Black Friday Sale recht günstig schießen, sonst wäre das preislich nicht in dem gewesen, was ich mir so geholt hätte. Von Pat McGrath Labs habe ich nämlich diese Palette. Da hast du auch zwei Blushes drin, die ich mir vielleicht sogar noch auftragen könnte, weil ich finde, also. Der hat mich jetzt auch echt enttäuscht. Ne? Ich sehe den so nicht mehr. Ja, ich glaube, den gebe ich mir gleich nochmal hier so ein bisschen drüber. Die sind aber sehr, sehr stark. Müssen wir gleich mal gucken. Und dann haben wir halt einen neuen Lidschatten. Und damit möchte ich jetzt gerne was zaubern.
Wie gesagt, aber erstmal ein bisschen Blush auftragen. Dann nehme ich jetzt hier unten den etwas helleren Ton. Ne, habe ich jetzt hier auf dem Pinsel und trage mir den einfach auf. Okay. Vielleicht ein bisschen mehr. Hä? Ganz leicht kommt da jetzt was drauf, aber nicht so viel. Vielleicht den etwas dunkleren. Naja, kannst dich auf jeden Fall dann doch nicht damit overblushen, ne? Weil normalerweise sind die von Pat McGrath wirklich exorbitant krass. Aber sie sind auch sehr haltbar. Na, wir schauen mal. Was läuft hier ja heute, wa? Geht so. Ich starte zuallererst mit diesem, Taubton. Und setze mir den hier in meine Lidfalte und auch ein bisschen nach außen hin. Ich habe hier, also das ist wirklich der hellste Ton in der Palette. Ich habe sonst nichts Helleres mehr hier zu bieten. Beziehungsweise die Palette hat nichts Helleres zu bieten. Ist halt ein ganz klassischer Hellbraunton, ne? Da ist jetzt nicht irgendwie groß was Spektakuläres mit drin. Was aber cool ist, der lässt sich halt schön auftragen und leicht verarbeiten. Und wahrscheinlich kannst du einfach diesen Ton nehmen, dann Schimmerton auf das bewegliche Lid und dann hättest du ja theoretisch schon einen relativ simplen Look. Machen wir weiter mit diesem blass-lila-Ton, blass-flaume-Ton, der sich hier oben in der Mitte befindet. Den trage ich mir außen auf und ziehe mir den auch wirklich leicht in die Lidfalte. Der verdunkelt jetzt so ein bisschen den Look, aber macht jetzt auch nicht so eine extrem spektakuläre Kiste daraus. Aber man kennt es ja bei Pat McGrath, dass da vor allem die Schimmertöne krass abgehen. Weil dieser doch eher grungige, schmutzige Look würde sicherlich auch mit anderen Paletten genauso gelingen. Ich setze mir diesen lila Ton auch ein bisschen an den unteren Wimpernkranz. Aber nicht zu doll, weil dann könnte es wirklich zu dunkel werden. Ne? Das will ich ja nicht. Ich habe keine Ahnung, warum meine Kamera das Ganze gerade relativ gelb macht. Und wenn man halt zu hoch gekommen ist vielleicht oder oben oder außen, wie auch immer, zu unsauber ist, empfehle ich einfach mit so einem Powderpuff da so ein bisschen das Ganze nochmal zu verblenden, weil ich habe jetzt ja, theoretisch könnte ich einfach mit dem Puder da entlang gehen. Aber nun, so, jetzt möchte ich gerne die schimmernden Töne verwenden, aber dafür ziehe ich mir zuallererst eine Cut Crease. Ich mache mir ein bisschen von dem NYX Glitter Glue drauf. Das ist ja so ein mega Produkt für mich persönlich, also ich feiere den total. Und da gebe ich mir einfach ein Würstchen von auf dem Auge und verteile mir den einfach mit einem Pinsel. So, ich möchte definitiv grün und ich möchte, also diesen Ton möchte ich schon sehr, sehr gerne auf dem Auge sehen. Ja, der ist schon genial, ne? Und auch dieses Rosa da oben spricht mich schon sehr an, weil das ist so in verschiedenen Farben am Funkeln und genau. Und die beiden Töne kommen jetzt auch auf meine Augen. Da gebe ich mir zuallererst dieses Grün nach außen hin. Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. Vielleicht. Der ist stark. Der ist stark. Der ist wow. Und nach innen hin halt das wow. Andere, das Rosatönchen. Die sind beide sehr schön, sehr besonders. Und das sind halt die Gründe, weswegen die Palette ihren Preis halt hat. Ne? Das ist auch dann vollkommen in Ordnung, wenn man mal ein bisschen sauberer arbeiten würde. Damit man nicht so aussieht wie die Glitzerfee schlechthin, empfehle ich definitiv, sowohl so ein Glitterglue zu verwenden, als auch dann quasi so den Lidschatten aufzutragen und nicht dann nach vorne zu gucken, so wie ich das gemacht habe. Ja, aber es ist einfach unglaublich schön, was ich da auf dem Auge habe. Ich mag ja gerne so Duochrome und alles ein bisschen intensiver und so, ne? Mag ich einfach gerne. So, dann verwende ich jetzt einen Eyeliner. Den hätte ich, genau, ich habe mir eben auch schon ein bisschen von dem Highlighter in den Innenwinkel gegeben. Eyeliner auch von mir, jetzt aktuell einfach aus dem Schminktisch von Physicians Formula, der Eye Booster. Den mag ich einfach sehr gerne. Geil. Ich liebe es einfach, wenn ich Eyeliner auftrage und die eine Seite halt so steil geht und die andere eher nicht so. Oh Mann! Oh, aber beide Wings sind halt perfekt und dann will man das nicht korrigieren, ne? Ich glaube, ich lasse es auch einfach so. Schief ist modern, oder? Ja, kann man so lassen. Ich verwende jetzt ein Setting Spray und zwar von Too Faced, die Make-up Insurance. Eine Make-up-Versicherung kann man so nennen, ne? 18 Stunden soll das Make-up halten. Es ist jetzt 5 Uhr nachmittags. Es muss bei mir jetzt keine 18 Stunden mehr halten und hier ist eine Kugel drin.
Ich fühle mich wie an Karneval, wenn man so Haarspray verwendet hat, wisst ihr noch? Also Haarspray so für bunte Haare und so. Okay, mache ich mir mal drauf. Ja, man spürt es, ne? Aber ich glaube, dass es ganz gut ist. Also es fühlt sich gut an. So kann man das eigentlich ganz gut beschreiben. Ich habe immer gesagt, das ist mir zu teuer, das hole ich mir nicht. Und jetzt habe ich es mir geholt. Eiskalt. Black Friday ist immer so toll. Rabatte. Da werde ich immer schwach, ne? Ja. Also der Concealer macht mir trotzdem immer noch Sorgen. Ich werde jetzt einfach mal meine Wimpern biegen und verwende dafür meine Wimpernzange hier von Catrice. Auch die Tools, die ich verwende, sofern es sie noch gibt und sie nicht aus Limited Edition sind oder so, verlinke ich euch immer auch in der Infobox. Und ich habe jetzt auch gleich eine neue Mascara. Die von Too Faced, das ist die Better Than Sex Doll Lashes Mascara. Bevor ich die aber auftrage, möchte ich gucken, ob dieser Primer was bringt. Das ist nämlich der Too Faced Better Than Sex Foreplay Primer. Also quasi der Vorspiel-Primer. Ah ja, und der hat ein ähnliches Bürstchen wie die Doll Lashes Mascara, nur dass das hier ein bananenförmiges Gummibürstchen ist. Gleich haben wir ein bananenförmiges normales Bürstchen. Und diesen Primer gebe ich mir auf einer Seite auf und bei der anderen Seite mache ich einfach nur eine Schicht Mascara mehr drauf. Also, ne? Ich weiß nicht, ob man dann halt sowas als Zusatzprodukt braucht. Das ist halt so meine Frage. Deswegen mache ich mir den, wie gesagt, einfach hier ganz normal auf die Wimpern drauf. Es sieht für mich nämlich auch einfach wie eine Schicht Mascara aus. Kann ich nicht anders sagen. Und hier sehen wir dann quasi den Start des Ganzen. Und zwar auf diesem Auge dann mit Mascara Primer und auf diesem Auge ohne Mascara. Jetzt verwende ich einfach die Mascara, die hat einfach so ein Flauschi-Bürstchen, was bananenförmig ist und das ist ein normales Faserbürstchen, aber tatsächlich auch wirklich etwas flauschiger. Wow, das nenne ich mal so richtig ein Mascara-Patzer, kann man gleich wegbürsten. Aber hier sehen wir dann einmal nur mit dem Primer und hier einfach nur eine Schicht Mascara. Und jetzt werde ich auf beide Seiten auch meine ganz regulären drei Schichten Mascara drauf machen, um das Ganze auch vergleichbar zu haben. Also, starten wir. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Ich muss schon sagen, dass der Mascara-Primer einen Unterschied macht. Also er macht, dass definitiv die Wimpern länger erscheinen auf dieser Seite. Ob man den unbedingt braucht, ist jedem selber überlassen. Mich persönlich flasht diese Mascara jetzt nicht so intensiv. Sie trennt die Wimpern schon, ja, das auf jeden Fall. Und sie gibt auch Schwung rein, aber da finde ich die Damn Girl und auch die Better Than Sex, die normale, um Längen besser. Und ich glaube, dass einfach Too Faced jetzt so ein bisschen im Zugzwang war, weil die jetzt schon relativ lange ihre regulären Mascaras auf dem Markt haben, ne? Dass da mal so gesagt wurde, okay, vielleicht sollten wir mal was Neues rausbringen. Aber wenn man schon so gute Mascaras auf dem Markt hat, warum? Verstehe ich nicht. Weil die finde ich persönlich jetzt nicht so überwältigend wie die, die es einfach schon gibt. Schatzi hat mich eben gefragt, ob ich heute noch Bäume fällen will. Frech, der trägt selber auch mal Holzfällerhemden. Darf ich doch auch mal. Naja, meine Haare mache ich jetzt mal ein bisschen auf. Das sieht jetzt auch ein bisschen wild aus, ne? Hab ich jetzt nicht gekämmt. Egal. So, also, jetzt kommen noch ein bisschen die Lippen dran. Und ich war ja letztes Mal auch so geflasht von der Make-up by Mario Foundation. Deswegen habe ich mir jetzt auch mein Lippenprodukt von ihnen geholt. Bronze Glow ist hier die Farbbezeichnung. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so gut, also zu so gut wie jedem Look passt. Man muss ein bisschen aufpassen, das ist auch so eine Verpackung, das kannst du nicht wieder zurückdrehen. Ist immer ein bisschen nervig. Sehr, sehr Jelly-mäßig. Mhm. Sollte man nicht zu doll auf die Lippen drücken. Das ist wie so ein Lipgloss, nur halt in so einer Verpackung. Das haben doch auch andere Firmen schon, ne? Ist irgendwie auch so eine ganz neue Art. Lässt sich dadurch halt super schwer verteilen. Oh, der ist ein bisschen mit Minze. Und der ist wirklich wie ein Gloss in Lippenstiftform. Fühlt sich ganz angenehm auf den Lippen an. Sieht halt ein bisschen saumäßig aus, ne? Kannst du nicht anders sagen. Also in der Verpackung, aber ich glaube, das kann was werden mit uns beiden. Mhm. Ja, jetzt habe ich einfach mal den Look fertig, ne? Oder habe ich irgendwas vergessen? Nö, eigentlich habe ich jetzt alles drauf. Mir gefällt auf jeden Fall der Look. Die Haare sind jetzt echt etwas wild, egal.
kann man machen, ist jetzt aber nichts, was mich jetzt vom Hocker hauen würde. Wie seht ihr das? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Habt ihr vielleicht auch schon das ein oder andere Produkt aus diesem Fullface und habt es in Anwendung und könnt mir da vielleicht auch Tipps geben oder der Community, dann gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.